Bademantel. Willkommen hier von der CPW 2013 mit der neuen Pearl Symbol, die PW315 Armbanduhr. Auch Smartwatch könnte man es nennen, aber hier braucht ihr kein extra Handy dafür, damit ihr es bedienen könnt. Ihr sehen könnt, wir haben es immer aufgemacht. Und hier ist ein MicroSD-Kartenleser drin plus SIM-Kartenleser mit Standardgröße. Die könnt ihr einfach hier zumachen. Und dann legen wir hier oben drüber einfach noch den kurzen Akku ein und fahren das Ganze gleich hoch. Hier sehen könnt, der Akku, der hat auch sogar mittlerweile verdienen sie 4,2 Volt. Die Milliampere-Anzahl sehe ich gerade nicht, außer dass sie mit 350 Milliampere geladen werden kann. Aber mal im Test könnten wir es eventuell dann bald anschauen, wie lange das Ganze hält. Und dann könnt ihr einfach hier die Rückseite drauflegen. Das Ganze ist gar nicht mal so dick, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier einen An- und Ausschalter an der Seite. Und so, ansonsten ist das Ganze über Touch bedienbar und hier könnt ihr gleich auch noch die technischen Daten lesen. Solange das Ganze hier hochfährt, hier haben wir nämlich wirklich ein gar nicht mal so schlechtes 240 Pixel Display mit dabei. Bis zu 32 GB MicroSD können wir einlegen und bis auf eine Kamera ist eigentlich alles vorhanden. Leider allerdings nur Bluetooth 2.0. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier im Standby-Modus eine normale Uhrfunktion und dann könnt ihr hier ansonsten Nachrichten anschauen, Telefonbuch, Musik und ihr könnt hier von Seite zu Seite swipen bzw. hier auch einfach immer wieder mal zurückgehen. Leider ist das Swipen hier nicht ganz so einfach. Ihr könnt allerdings hier genau, so könnt ihr sehen, wir haben hier noch ein Foto-FM-Radio, Videoplayer und Stopp-Funktion mit dabei. Das ist leider kein Android, was hier installiert ist. Dann haben wir hier noch Alarm, Bluetooth, den Dateimanager und Einstellungen mit dabei. Wir können auch einmal komplett umgehen, dann können wir zum Beispiel in Anrufe reingehen und hier und zum Beispiel selber anrufen oder hier einfach in die Kontakte reingehen, in Telefonbuch speichern und so weiter. Also es ist eine vollwertige Uhr, die hier noch an der Seite einen Lautsprecher mit dabei hat und von der Seite sieht man vielleicht das sogar noch ein bisschen besser, da das Display gerade ein bisschen hell ist. Zurück. Kommen wir einfach, indem wir hier immer links unten auf zurückklicken. Wir können es genau hier einfach in die Uhrfunktion wieder zurückgehen und das zeigt uns auch gleich an, dass wir den Mittwoch, den 16. haben, hier auf der CeBIT Preview zum Unlocken immer einfach das Swipen. Und ansonsten habt ihr gesehen, hier haben wir eigentlich nur einen An- und Ausschalter und Micro-USB hinter dieser kleinen Klappe zum Aufladen und ansonsten ist das eine ganz normale Armbanduhr hier mit ganz gutem Gummiband und auf der Rückseite habt ihr natürlich noch das Branding gesehen. Lautsprecher könnt ihr natürlich auch benutzen zum Musik abspielen. Ich schau mal kurz in den Posteingang rein und dann könnt ihr eigentlich auch sehen, dass wir hier auch SMS ganz gut lesen können. Und der Touchscreen ist eigentlich gar nicht, er funktioniert recht gut. Wenn man sich, genau, man muss anscheinend von der Seite komplett rüber swipen, damit hier das Ganze hier wirklich schön flüssig läuft. Und jetzt nochmal wieder zu fokussieren, damit ihr noch ein bisschen mehr sehen könnt. Stopp, FM-Radio funktioniert nur mit Kopfhörern, was man entsprechend dann auch über USB anschließen muss, was auch in der Box dann entsprechend liegen wird, die wir euch vorhin gezeigt haben. Fotos können wir auch anschauen, allerdings wird das auf der 240 Pixel mal 240 Pixel Display nicht ganz so schön aussehen, aber ihr seht, das läuft eigentlich echt schnell von Bild zu Bild. Betrachtungswinkel ist eigentlich auch ganz okay. Auch von oben und von unten sieht man hier eigentlich noch alles, aber meine Kamera nimmt das gerade nicht ganz so schick auf. Mein Name ist Manasch Kral für von der CeBIT Preview 2013. Das war die PW315 Touch Smartwatch hier mit internem Handy eingebaut von Symbol bzw. Pearl.de. Bis zum nächsten Mal.